mache einfach den Umgang mit den Maschinen, das Einrüsten und das spätere Programmieren an den größeren Maschinen. Es ist einfach schön zu sehen, dass aus so einem einfachen Kunststoffblock sowas Komplexes wird. Ich kann selber entscheiden, wie ich zu meinem Endprodukt komme. Und ja, das ist einfach kreative Arbeit, die mich sehr fordert. Am meisten Spaß macht es mir, komplexe Bauteile einzurichten und zu bearbeiten, bei denen einfach nicht alles auf Anhieb funktioniert, wo man sich mehr Gedanken machen muss, wie bekomme ich das jetzt am besten hin, dass es gut läuft. Ich habe hier eine sichere Arbeitsstelle und ich kann mich in Zukunft noch weiter fortbilden lassen. Zum Beispiel könnte ich meinen Meister machen oder mich sogar als Techniker ausbilden lassen. Und ich kann sogar noch in Zukunft studieren und meinen Ingenieur machen.